7. November. 1.02 Uhr. In der Nacht. Wir fahren mit Kara und Lucas, glaube ich. Lufa, Entschuldigung. Los. Ah, Alices Familie. Sie hat eine andere Frisur. Jetzt haben sie die Kleidung. Jetzt haben sie auch andere Kleidung. Und wir fahren und wir schauen. Wir fahren nach Kanada on Automodus. Ich hoffe, wir werden an der Grenze nicht angehalten. Es wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Übrigens, willkommen zu einer neuen Folge. So, aber wir können ja mit ihm reden. It's a good thing Zlatko had a car. I wouldn't want Alice out walking in this cold. I saw it once in the garage. I don't know if Zlatko even ever used it. Automodus, Wetter. Steht hier irgendwas von dem Tank? Charged? Okay, es ist geladen. Das ist gut. These people we're going to see. How do you know about them? Overheard androids Zlatko captured. They said they were humans helping androids across the border. Ich hoffe, it was a lie. Ich hoffe, wir können ihnen echt trauen. Or just another trap. All I know is those androids believed it. Until Zlatko killed them. Das ist übel. Das ist echter Mistkerl. Das ist ziemlich kalt. I've never seen snow before. It's pretty. It's slowing us down. But at least we won't meet any humans along the way. Tja, die mögen nämlich Kälte auch nicht so sonderlich. Malfunction detected. Emergency brakes activated. Oh nein! Nein! This doesn't look good. Wow, das ist einfach nur ein Kasten, der fährt. Prüfe den Automotor. Warum lassen wir denn die Tür dafür offen? Ich check das nicht. Okay, sie geht zu. Ist hier irgendwas in dieser Pampa? Wölfe. Wölfe! Ja, wer kennt sich hier mit Mechanik aus? Lufa, kannst du mir helfen, bitte? What are we going to do? Oh no. Finde eine Unterkunft. Oh Gott. Continue on foot, I guess. It's 30 degrees. Alice won't make it. We have to find somewhere to spend the night. There's nowhere we can stay around here, Carol. Finde eine Unterkunft. Das Auto gibt es. Lass mich mal gucken. Können wir irgendwie laufen? Das ist eine Laterne. Und da ist irgendein Schild. Wir schauen mal. Ja, ist noch zu weit weg, um das irgendwas zu sehen. Pirates Cove. Ein Freizeitpark. Ach, jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht gefragt habe, wie weit es weg ist. Wo haben wir die Taschenlampe her? Huch. Das geht ein bisschen schnell jetzt, dass wir sie hier rausnehmen. Ja, wir gehen in den verlassenen Geistervergnügungspark. Immerhin können wir vielleicht hier so den Schnullsturm überdauern. Eigentlich ist das Wichtigste... We need to find shelter. Untersuche verlassene Gebäude. We have to get out of the cold. Eigentlich wäre es wichtig, das ist praktisch, dass er sie tragen kann, dass er sie tragen kann. Es wäre praktisch, wenn wir auch was zu essen mitgenommen haben. Schauen wir mal auf die Karte. Da gibt es bestimmt ein Verwaltungsgebäude. Irgendein Verwaltungsgebäude oder Hotels. Okay, wo ist der Eingang? Popcorn, das ist ganz gut. Tavern, das wäre gut. You are here. Lass uns mal in die Taverne gehen oder in die Info. Geradeaus und dann links oder rechts. Da ist noch ein Ticketschalter. Nee, das ist eine Attraktion, brauchen wir nicht.
sondern diese zwei Sachen hier. Okay. Adventure, aha. Tavern wäre nicht schlecht, oder die Info. Weil das quasi meistens irgendein Verwaltungsgebäude ist. Adventure. Find anything? Gebäude beschädigt nicht sicher. No place we could spend the night. Adventure. Nee, ich weiß, wo ich hin will. Ist das die Tavern? Nee, ich glaube nicht. Die Tavern kommt erst da hinten. Einschalten. Geht das noch? Beware! Danger always comes when least expected. Okay. Das ist die Tavern. This place is falling apart. It's not gonna be easy to find shelter. Da ist doch was. Da steht wer. Welcome to Pirate Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. Welcome to Pirate Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. Oh Mann. Für einmal aktivieren hat es scheinbar noch gereicht. Alles eingefroren. Ja, hier. Na super. Tavern ist einfach nur Blödsinn. Das Einzige, was ich sonst noch sehe, ist diese Festung hier. Ticketstände. Oder vielleicht im Schiff, aber... Ey, das sieht nicht so brauchbar aus. Ah, Moment. Hier vielleicht? Da können wir gar nicht rein. Ah, Mist. Luther? Wo bist du? Die sind schon ziemlich weit vorgegangen. Ich dachte, hier gibt es vielleicht... Das ist aber blöd. Eine Tavern ist halt hier nur eine Tavern. Da sehe ich aber, glaube ich, einen Medizinschrank. Kann das sein? Das Gebäude... Ja, genau. Hier. Das sieht doch gut aus. You should come have a look. I think I found something. Das dachte ich nämlich auch. Alice. Wo ist Alice? Geh mal zu Alice. Ja, aber bitte nicht so kaputt machen, dass man nicht reinkommt. Here we go. Hat aber ganz gut gemacht. Ich meine, das Glas ist intakt geblieben. Let's settle in for the night. I'll get a fire going. Oh, da können wir was lesen. Richte ein Bett ein, überprüfe Luthers Tasche. Luthers Tasche überprüfen. So. USS Iowa vermisst. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet. Wir können die leider jetzt nicht lesen, die Dinger. Ich finde das echt doof, weil ich habe jetzt die ganze Zeit das Gefühl von Zeitdruck. Androidenband aufwärts auf Musikpreis. Ist lustig, die haben sich das einfach nur aufgeklebt. Nein, ich will das nochmal lesen. Steht Präsident Warren Cyberlife nahe? Okay, okay, okay. So. Ja, die Tür ist zu. I'll make the fire here. That way we won't be smoked out. Du wirst schon wissen, was du tust.
verlassen, Waffe überprüfen, Keks anbieten. There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Oh, okay. Waffe überprüfen. Was heißt denn Waffe überprüfen? Wir wissen, dass wir eine dabei haben, okay. Bis jetzt haben wir auf gewaltfreie Sachen geschätzt. Tasche überprüft, richte ein Bett für Alice ein. Also so aus Connors Sicht muss ich jetzt mal sagen, wir haben ja überhaupt noch gar nichts gemacht, ne? Und ich würde tatsächlich auch Alice nicht unbedingt dahin setzen wollen. Armes Kind. Komm, jetzt können wir das lesen. Jetzt können wir es doch lesen. So, dann lesen wir das, dann muss ich das, ja. Oh, Moment, da stand irgendwas noch. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet, Kanada, saubere Luft und immer ein herzliches Willkommen, eine Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Die USS Iowa, ein U-Boot der Zerstörungsklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft nach Präsidentin Warren, vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein. Obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Sicherheitsexperten Ben Williams bezeichnet die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Schon wieder Russland gegen Amerika. So, dann Fans schreien, Traditionalisten weinen. Die Androiden-Boyband Here For You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißer Anwärter in der Sparte Best New Artist. Ein offener Brief an diverse Plattenlabeln hat, die nur menschliche Künstler fördern, forderte Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen und befürchtet die Erosion der künstlerischen Werte in der Musik. Ja, die können auch entweder zwei Sachen machen oder halt ein gemeinsames. Ich verstehe auch nicht, warum das man nicht machen soll. Man kann auch alle drei Sachen machen. Das ist sowohl als auch und ein, wo sich beide zusammen, also Awards nur für Androiden, Awards nur für Menschen und ein Award für beides. Das Beste von Besten halt quasi. So. Das habe ich nicht gemacht. Oh, ich hasse diese Zeitungen. So, jetzt. Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes von menschlichen Musikern produziert werden, tritt der Ruf der Traditionalisten wohl auf taube Ohren. Ein Sprecher der Band sagt, Here For You geht es darum, ihren Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Die Musik ist alles, was ihnen wichtig ist. Ja, wie auch normalen Bands. Schön. Dann schauen wir mal, was hier so ist. Können wir hier eine ruhige Nacht verbringen? Vielleicht kommen ja doch hier Wölfe. Oh, das Dach ist aber echt schlecht. Da haben wir das. RA9. Das gab es hier auch. Tatsächlich konnten wir bis jetzt mehr Androiden vertrauen als... was haben wir denn hier unten? Konnten wir eher Androiden vertrauen als Menschen. Pirate Cove. Welcome to you. Ah, was? Wir kommen hier nicht. Das ist doof. Warum kommen wir denn da nicht dahinter? Dann nehmen wir mal den Vorhang. Das ist Decke genug. Oh, hier gibt es sogar ein Kissen. Ich hab so das Gefühl, dass wir... Boah, Alter. Bei Kara nichts anderes machen, als so Sachen hier bauen. Bettenlager machen für Alice. Oh, Alice ist aufgestanden. Was macht sie denn da?
sprich mit Alice. Wir hätten hier noch irgendeine Sache. Ich sehe hier aber auch keine andere Sache. Ja doch, das zu lesen. Was ist, mein Kind, mein gutes kleines Kind? Vermisst du eine Familie? Do you think we'll be like them someday? Optimistisch, realistisch, aufrichtig. Once we cross the border, we can start over. You can go to school. Maybe I'll find a job. We'll be like them. Like everyone else. Ich bin optimistisch. As long as we're together, oh, sag, that's all that matters. Sag das nicht immer, das macht mich jetzt schon traurig. Weil ich habe Angst, dass das nicht so ist. Let's get you to bed. Vor allem, das sagst du jetzt. Das heißt nicht, dass du das immer so sowas sagen wirst. Geht's dir gut auch, Luther? Ich meine, wir sind hier zum Dank verpflichtet eigentlich. Ah, Mist. Knien. Beschwichtigen, trösten, küssen, morgen. I know this has been another tough day. Try to get some sleep. Things will look better in the morning. Hopefully. Can you tell me a story, Kara? Aber natürlich. I have 9,000 children stories in memory. I should have one for you. Einhorn, Ritter, Prinzessin. Ich mag keine Prinzessinnen. Fangen wir mit dem Ritter an. This is a story about a knight who... No, not a story like that. Make one up for me. Einer finden. Seien wir kreativ. This is a story about a little girl. Furcht allein. She lived alone in a big old house. She dreamed of being like all the other little girls, but... Unmöglich, anders, Schatten. She was different. And that made her very sad. Then she met a robot. Der war auch anders. Gehorsam, unglücklich, verloren. Who was just as lost as the little girl. So they decided to run away together. In Frieden leben, Schatten, besseres Leben. To try to find a better life. They encountered great dangers along the way, but... Tapfer, zusammen, frei. But they stuck together. So they overcame all of them. Oh, das ist eine schöne Geschichte. Along the way, they met... Riese, Beschützer, Roboter. A gentle giant who promised to protect them. How does the story end? Moral, happy end, realistisch. They reach the place they dream of and live happily ever after. Stories always have happy endings. But real life isn't like that. Ja, deswegen ist es ja auch eine Geschichte. Time to sleep. We have another long day ahead of us tomorrow. Are you going to come say goodnight, Luther? Aww. Yes. Yes, of course. Das ist echt niedlich und lieb. Oh, bitte lass nichts Schlimmes passieren. Aww. Night, Alice. Sleep tight. Ruh dich aus, mein Kind. Rede mit Luther. Ein bisschen Angst habe ich hier schon.
Vor allem mit dieser Gefahr ist immer im Vollzug quasi. She's a sweet girl. Ja. Yes. Das ist sie. She's very brave. Schnee, Pläne, das Vergangenheit. Have you ever heard of RA9? RA9 was the first of us to awaken. One day he will rise up and lead our people and set us all free. Ich zweifle daran. What if RA9 never comes? What if he's just a story that we tell ourselves to keep each other going? RA9 exists. I believe in him. I know he's amongst us. When the time comes, we will all see him. Kara, have you ever noticed anything about Alice? Was meinst du? No. What do you mean? Oh nein! Androiden-Zombies! Eine ganze Armee von ihnen! Alles beschützen. Who are you? What do you want? Leave us alone! Don't be afraid. We don't want to hurt you. We're just like you. Our name is Jerry. Yes, we were Jerry. Working here before the park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl? We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in... Well, she should follow us then. Alice, I don't know if it's a good Come idea. Come on, Kara! Was meinst du, Luther? I don't think you have any choice. Okay. Aber bleib bei mir. Oder bleib bei uns. Kümmere dich um Kara, schließe dich der Jerry-Truppe an. Ah, der Jerry-Truppe! Mein Name ist Jerry. Der heißt auch Jerry. Und der auch. Jerry! Ja toll, mussten sie unbedingt das Fenster kaputt machen? Ah, werden wir jetzt Karussell fahren? Es ist echt lieb, wie sich die ganzen Androiden um Alice kümmern eigentlich. Be our guest. Angeschlossen, reaktiviere das Karussell. Ich habe immer Angst, dass sie nachtragend sind. Also es gibt bestimmt nachtragende, wie heißt das? Androiden, aber die sind meistens bis jetzt waren alle, die haben Sachen gemacht, die sie nicht machen wollten. Die wollten nicht töten. Das ist immer nur aus Versehen passiert. The little one can climb on board. The carousel is about to begin. Alles helfen? Komm. Wo wirst du dich draufsetzen? Oh, bitte, bitte, aber nicht auf höchste Stufe stellen, so dass sie sich, weiß ich nicht, wie schnell dreht. Ich Warum fahren wir nicht mit? Das ist doch viel schöner, wenn wir mitfahren. Sich zusammen in so ein Boot reinzusetzen zum Beispiel, das wäre doch schön. Aber es ist auch schön, dass sie ein bisschen Freude erfahren darf. Einfach mal zurückwinken. It's the first time I've seen her smile. She hasn't had much to smile about lately. Das ist so schön. Ist das vielleicht auch diese Herzenswärme, die die Androiden switchen lässt, selber diese Wärme zu empfinden? Die Wärme, die auch in ihnen ein Feuer brennen lässt. Ach, das ist schön.
War's das? Hoffentlich. Ah. Die Hölle. Die Höhle, nicht die Hölle. Wir raten. Ein Lächeln auf ihrem Gesicht, nehme ich mal an. Das war schön. Das war wirklich schön. Ah. Also, wie gesagt, ich fieber am meisten immer noch mit Kara und Alice mit von den Handlungen. Und das ist toll. Highway zu Hilfe. Wir gucken rein, was passiert, was hätten wir machen können. Mit Lufa reden, mit Alice ansehen. Wir hätten noch was anderes machen können, ich weiß aber nicht was. Ja, wir haben alles angesehen. Auto hat eine Panne, es passiert zwangsweise. Untersuchen, Umgebungsscan in der Höhle der Piraten. Des Piraten. Es gibt ja keinen anderen Weg. Gebäude überprüfen, gefrorenen Androiden untersuchen, haben wir gemacht. Ivan einschalten und Karte ansehen, haben wir zweimal sogar gemacht. Verlassene Kneipe untersuchen, Kneipe betreten, in der Kneipe. Wir haben hier tatsächlich alles gemacht. Ja, auch die das gelesen. Aber was meinte er mit, ist dir das an Kara aufgefallen? Ist sie in Wirklichkeit auch ein Androide oder was? Luther macht ein Feuer, aber sie hat normal geblutet. Was sollte uns an ihr aufgefallen sein? Ich weiß nicht, was er meint. Durch Fenster sehen, Piraten ansehen, Androidenband lesen. Ja, viele haben das gar nicht gesehen, ne? Piraten auch nicht. Bett für Alice herrichten. Alice sieht sich das Poster an, mit Alice reden. Alice geht ins Bett. Tasche öffnen. Alice eine Geschichte erzählen. Mit Lufa reden. Feuer löschen. Wow. Ich habe diese ganzen anderen Optionen gar nicht gesehen. Alice hat keinen Hunger. Keks anbieten, sie hat keinen Hunger. Waffe sehen. Kara bemerkt die Waffe. Schatten greifen an. Ach so, ach, man hat ja ständig über Schatten geredet. Warnschuss abgeben. Bedrohen. Frage wegstoßen. Ja, einfach gefragt. Normalerweise sollte man immer erst fragen. Ich finde es jetzt auch komisch, wenn man was anderes gemacht hätte. Ja, das war eine Übermacht, aber trotzdem, dann erst, wenn man dann schießt, dann ist eh Polen offen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Dann hat man eh, sitzt man in der Miese. Wenn, muss man davor was machen zum Präventieren, aber nicht schießen und dann hoffen, dass alles gut geht. Vor allem, weil sie in der Überzahl war. Das andere wäre noch flüchten gewesen. Das hätte man auch machen können. Aber wir beschützen sie natürlich. Wieder draußen sind im Karussell gehen und hier war das dann alles Einbahnstraße. So, hier konnte man gar nicht so viel machen. Die einzigste Entscheidung war, wie wir uns den Androiden gegenüber verhalten. Genau. Ja gut, das war eine schöne Episode mit Kara und Alice und Lufa, unserem neuen Freund. Hier, das fand ich schön. Jetzt als nächstes geht's wieder mit Marcus und der Rebellion. Das ist das, was mir gerade am wenigsten, glaube ich, Spaß macht, weil ja irgendwie Marcus so von der Persönlichkeit mich jetzt auch nicht so anspricht. Bis jetzt. Also bei Connor ist es mit Hank natürlich dieses Partner-Ding. Das hat was Witziges. Und ja, Connor versucht, also meine Interpretation von Connor ist so, Connor versucht, ja, das Richtige zu machen. Er will niemandem schaden. Er will sich mit Hank anfreunden. Er will herausfinden, was eigentlich da Sache ist. Und er merkt langsam auch so, mein kaltes Kalkül ist nicht unbedingt das Richtige vielleicht, was ich hier tue. Mal schauen. Bei Marcus ist es so, ja, hey, ihr seid alle nicht frei. Das finde ich doof. Lasst uns vielleicht schlimme Sachen machen. Aber was genau passiert mit den schlimmen Sachen, das sehen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.